Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute soll es mal um das Thema Rück- bzw. Weiterflugticket gehen. Viele von euch haben uns ja während unserer Ausreise gefragt, ob wir nicht etwa auch ein Rückflugticket buchen mussten, ob wir eins hatten. Und ich kann euch sagen, ja, wir haben eins gebucht. Und zum Glück haben wir das auch gemacht, denn wir haben es auch gebraucht. Ich zeige euch das mal ganz kurz hier, wie das Ganze hier aussieht. Und zwar, das ist unser Rückflugticket. Und hier könnt ihr sehen, wir haben dieses Ticket hier mit Lufthansa gebucht. Und ja, der Status war bestätigt. Und zwar, Rückflug wäre gewesen am 15. Juli. Und wie viele von euch ja auch wissen, sind wir am 11. Juni nach Thailand geflogen und das Rückflugticket war für den 15. Juli von Bangkok Direktflug, ja, One Way nach Frankfurt war das hier geplant und es war auch so gebucht. So, das Beste aber an diesem Ticket, was ich euch zeigen möchte, das war der Preis. Dieses Ticket hat sage und schreibe nur 27 Euro gekostet, aber nicht nur für eine Person, nein, für uns beide, also für beide Personen insgesamt ein Preis von 27 Euro. So, das ist eigentlich nicht zu glauben, das ist unfassbar, dieser Preis. Wie kommt dieser Preis jetzt zustande? Das möchte ich euch gerne mal zeigen, was wir da gemacht haben. Und zwar sind wir hier über diese Webseite gegangen, die nennt sich Onward Ticket. Und mit diesem, über diese Onward Ticket Webseite haben wir dieses Flugticket gebucht. Jetzt ist es aber so, dass dieses Flugticket, dass es kein wirkliches Flugticket ist. Also nicht so, wie man es kennt, ja, dass man dieses Ticket ausdruckt und dann damit hier in den Flieger einsteigen kann, wie auch immer, sondern es ist nur eine Flugreservierung. Und diese Flugreservierung, die kann wirklich sinnvoll sein, gerade bei so einer Situation. Denn wir wussten ja ganz genau, dass wir hier unser Visum in Thailand abholen werden. Aber die Fluggesellschaften, die möchten natürlich schon am Flughafenschalter wissen, ob man auch ein Rückflugticket hat oder ein Weiterflugticket. Denn die sind natürlich dafür verantwortlich, falls ihr in diesem Land stranden solltet. Und das möchten die natürlich nicht. Und deswegen wird meistens, also in den meisten Ländern, so wie wir es kennengelernt haben, wird immer am Flughafenschalter kontrolliert, hat man ein Rückflugticket oder ein Weiterflugticket. So, für was ist jetzt diese Flugreservierung sinnvoll? Nehmen wir mal an, du bist digitaler Nomade oder du bist ständig Reisender, also immer wieder unterwegs, möchtest dir aber die Freiheiten lassen, so lange wie möglich in einem Land zu bleiben. Das heißt, du kannst ja dort immer wieder zur Immigration gehen und vielleicht eine Visa-Verlängerung beantragen und. Ja, aber nichtsdestotrotz brauchst du ein gültiges Rückflug- oder Weiterflugticket. So, und wenn du das natürlich vorzeigen möchtest am Flughafenschalter, musst du dir da eins buchen. Und das kann wirklich richtig teuer werden, beziehungsweise du kannst ja auch eins buchen und wenn du es dann innerhalb des Landes, wo du dich dann gerade aufhältst, dann umbuchen möchtest oder du müsstest oder möchtest vielleicht stornieren, dann kann es eben sein, dass du dein Geld nicht zurückbekommst oder im Falle vom Umbuchen, dass du noch was drauf bezahlst und das ist nicht so toll. Ja? Und deswegen finden wir es richtig klasse, dass es diese Seite Onward Ticket gibt. Genau, das Problem ist hier auch noch, was ich euch auch noch kurz erklären möchte. Es geht auch noch darum, wenn du dich zum Beispiel auf ein Visum bewerben möchtest im Ausland, musst du auch ein Flugticket vorlegen. Ja, und dabei kann dir Onward-Ticket wirklich behilflich sein. Jetzt schauen wir uns noch mal ganz kurz diese Webseite an. Und zwar, was ich euch erstmal zeigen möchte, die haben mir schon sehr, sehr viel erklärt, indem man hier oben auf die FAQs klickt. Ja, und hier wurde auch gefragt, was ist eigentlich Onward-Ticket? So, und die sagen hier klipp und klar, Onward-Ticket ist einfach nur eine Flugreservierung, ja, mit einer registrierten Reiseagentur. Also die buchen diesen Flug sozusagen für dich oder machen diese Reservierung und du bekommst auch hier eine sogenannte PNR-Nummer, ja, das heißt Passenger Name Record und das ist ein Code. Und diesen Code kann man bei den größeren Airlines auch auf der Webseite eingeben und dann sieht man auch sein Flugticket oder seine Reservierung. So, warum sollte man jetzt das Ganze hier nutzen? Es geht jetzt einfach darum, dass man hier innerhalb von wirklich 2 Minuten, also
wenn du am Flughafenschalter stehen solltest, kannst du innerhalb von 2 Minuten dieses Ticket buchen und dann auch vorzeigen. Und das ist das Tolle daran. Ja, also dieser Prozess, der geht wirklich so schnell wie möglich. Und was die ja auch noch schreiben, das ist auch keine Fake-Flugbuchung, sondern das ist wirklich ein reales Flugticket beziehungsweise eine reale Flugreservierung, die du hier auch bekommst. Ja, das ist ein 100% echter Flug, eine echte Reservierung. Und das ist das Tolle daran. Das ist kein Fake-Flug-Ticket. Es ist allerdings aber auch kein Flug. Ja, es ist wirklich nur eine Reservierung. So, jetzt wird hier gefragt, was bekomme ich denn eigentlich dafür? Ja, und die schreiben jetzt natürlich hier, nachdem du bezahlt hast, bekommst du eine echte Flugreservierung, was automatisch dann erstellt wurde von dieser Reiseagentur. Und dann erhältst du ein PDF und das kannst du ausdrucken und auf Verlangen kannst du dieses PDF dann vorzeigen. Und das ist wirklich sinnvoll, wie wir finden. Und das hat uns auch am Flughafen wirklich weitergeholfen, denn wir wurden gefragt, ob wir ein Rückflugticket haben. Ja, haben wir dieses vorgezeigt, was ich euch gerade eben gezeigt habe. Ich kann es euch hier noch mal ganz kurz einblenden. Dieses haben wir vorgezeigt und hier seht ihr auch die sogenannte PNR-Nummer. Das heißt, die Flughafenmitarbeiterin oder Angestellte, die kann unter dieser Nummer nachschauen, seid ihr da wirklich eingetragen? Ist das ein gültiger Flug? Und ja, ihr seid eingetragen, das ganze Ding ist reserviert. So, der Trick dabei jetzt oder das Tolle an dieser Sache ist, dass diese Reservierung, die hält maximal 48 Stunden. Ihr könnt aber auch auf Wunsch diese Reservierung auf 2 Wochen verlängern. Das heißt, ihr seid dann 2 Wochen für diesen Flug registriert. Ja, aber 48 Stunden gilt das. Das heißt, bevor ihr abfliegt, vielleicht einen Tag vorher oder direkt am selben Tag, schaltet ihr dieses Ticket aktiv. Geht zum Flughafenschalter, wenn ihr gefragt werdet, zeigt ihr das vor. Und wenn ihr dann in dem Land angekommen seid, automatisch nach 48 Stunden storniert sich dieses Ticket von selbst. Und jetzt gucken wir nochmal auf die Webseite und schauen uns mal an, wie das Ganze funktioniert. So, und zwar sind wir hier nochmal auf der Startseite von Onboard Ticket. Hier ist auch nochmal alles beschrieben. Hier gibt es gleich so ein Jetzt buchen-Button. Hier könnt ihr auch nochmal durchscrollen, wie das Ganze hier aussieht. Hier seht ihr auch dann so ein bisschen Flugticket abgedruckt. Ja. Buche jetzt für $12. Es ist ein bisschen teurer gewesen bei uns. Ich zeige euch auch gleich, warum. Ja. Und für wen ist dieses Flugticket? Haben die ja auch nochmal reingeschrieben. Ja. Digitaler Nomade oder ein ständiger Reisender. Oder wenn du dir unsicher über deine Reisepläne bist, kann ja auch sein, du möchtest erst in einem Monat weiterfliegen und nicht gleich in 14 Tagen und dann Ticket buchen und umbuchen ist natürlich auch sehr, sehr schlecht dann, ja. Oder eben, wenn du dich für ein Visum bewirbst, dann musst du auch ein Flugticket auch vorzeigen. So, das haben die hier alles nochmal schön beschrieben, wie diese ganzen Vorgänge hier ablaufen. Wir klicken jetzt einfach mal auf Book Now und tun jetzt mal so, als ob wir uns jetzt so ein Flugticket kaufen wollen würden. Ja. So, hier kannst du auswählen zwischen One Way oder einen Roundtrip. So, und hier seht ihr schon auch unten im Preis, dass ein One-Way-Ticket kostet eben 12 Euro, ein Roundtrip würde 19 Euro kosten. So, belassen wir es mal bei One-Way. So, jetzt suchen wir uns mal eine Flugroute aus. Zum Beispiel wählen wir jetzt einfach mal, so wie wir es gemacht haben, Bangkok nach Frankfurt aus. So, und dann sagen wir, Flugdatum sagen wir jetzt mal irgendwie am Mittwoch zum Beispiel. Ja, und jetzt klicken wir mal auf Weiter. So, dann musst du im nächsten Step deine Kontakt-E-Mail eingeben. Ja, wir tun jetzt einfach mal so, als hätten wir so eine E-Mail-Adresse. Die Note machen wir hier wieder raus. Das kommt, glaube ich, nicht so gut. So, jetzt sagen wir hier mal Mr. und da geben wir jetzt einfach mal den guten Max Mustermann hier ein. So, und das passt soweit. Also jetzt mal erstmal eine Person belassen. Dann klicken wir mal auf Weiter. So, und jetzt kannst du wählen, möchtest du dein Flugticket jetzt erhalten oder möchtest du es später erhalten? Das heißt, du kannst es erst später aktiv schalten. Nehmen wir mal an, dein Flug wäre erst in 3 Wochen, du buchst es aber jetzt. Wäre ja blöd, ja, wenn dieses Ticket dann nach 48 Stunden abläuft. Deshalb würdest du jetzt zum Beispiel wählen Receive Later, also dass du es dann später erhältst. Und kurz vor Abflug schaltest du dann das Ticket manuell scharf, indem du auf den Link klickst und dir dieses Ticket ausdruckst, entweder als PDF oder auch im Papierformat, wie auch immer. So, wir hatten
Ich bin der Meinung, ich glaube, wir hatten Receive Later gemacht, ja, weil wir hatten dieses Ticket nämlich etwas vorher gebucht, also früher als 48 Stunden. Und wir haben es dann direkt am Abflugtag, haben wir es dann scharf geschaltet. Ja. So, nehmen wir aber mal an, du stehst jetzt am Flughafenschalter, das heißt Receive Now oder direkt am Abflugtag. Ja, jetzt kannst du auch noch sagen, möchtest du Changeover machen, möchtest du einen Multi-Stop-Flight oder möchtest du einen Direktflug? Das kann hilfreich sein, wenn du zum Beispiel gerade wie jetzt zu Pandemiezeiten, wenn es heißt, aus welchem Land kommst du, ja, wo wird gecheckt, hattest du irgendwo einen Transfer gehabt? Was das angeht, ist es immer besser, wenn du einen Direktflug nimmst. Ja, dann wissen die direkt, du kommst jetzt von Bangkok und bist direkt nach Frankfurt geflogen, ohne irgendeinen Zwischenstopp. Also wir hatten damals auch den Direktflug gewählt. So, hier im nächsten Step kannst du dich dafür entscheiden, ob dieses Ticket 48 Stunden gültig ist oder 14 Tage. Ja, bei 48 Stunden siehst du hier schon, das kostet dann 14 Euro. Bei 14 Tage schwingt das Ganze um hier auf 33 Euro. Wir haben es auf 48 Stunden gelassen, denn so ein Flug, ja, egal wie weit du jetzt fliegst, 48 Stunden sollten da schon ausreichen. Die Currency, die Währung kannst du auch noch einstellen, sind es 14 Dollar oder 14 Euro. Also wir haben einen Europreis genommen, denn wir haben mit PayPal bezahlt, ja, und wir wollten nicht erst, dass da irgendwelche Wechselkurse zustande kommen. Deswegen haben wir es einfach bei Euro belassen. So, wenn du dann hier weiterklickst, dann gelangen wir zum nächsten Fenster, also es wird natürlich erstmal geschaut, gibt es da überhaupt einen Flug? Hier sieht man jetzt auch so einen Wartebildschirm und es wird jetzt einfach ja, nach dem nächstbesten Flug geschaut. Hoffen wir mal, dass jetzt auch für das Datum, welches ich jetzt ausgesucht habe, dass es da überhaupt einen Flug dafür gibt. Und dann können wir uns den anschauen und dann könnten wir diesen Flug dann auch rein theoretisch buchen. So, und jetzt sind wir auch schon zur Bestätigungsseite gekommen. Hier könnt ihr nochmal die Kontakt-E-Mail-Adresse sehen, die ich eingegeben habe. Dann die Flugroute, Departure Date, also der 15. September habe ich jetzt mal ausgesucht, von Bangkok nach Frankfurt. Name Max Mustermann. So, Receive Now, also ich möchte es jetzt erhalten. Stopover, nein, es ist ein Direktflug und dieses Ticket ist für 48 Stunden gültig. Ja, dann kann man hier unten noch ein Häkchen machen, kann dieses Ticket jetzt einfach bezahlen und das geht dann auch mit PayPal, ja, Direct Only. Hier wurden nochmal 2 Euro für diesen Direktflug veranschlagt. Ja. Ja, und dann habt ihr sozusagen ein gültiges Flugticket. Ihr bekommt dann einen Link zugesendet und auf diesen Link klickt ihr dann einfach drauf und schaltet dieses Ticket scharf und könnt es dann, wie gesagt, ausdrucken, entweder als PDF oder eben in Papierform. Und genau wie ich schon gezeigt habe, dieser Flug schaut dann so aus. Hier mit PNR-Nummer kann man überall überprüfen, dass dieser Flug auch wirklich gebucht ist. Und hier steht dann auch nochmal, ja, welcher Aircraft, also welches Flugzeug, alles Mögliche steht hier drauf, ob man irgendwelche Mahlzeiten ausgesucht hat. Und hier sind dann auch noch unsere Namen und hier steht dann auch nochmal Booking confirmed, confirmed. Und das, wie gesagt, ist sehr, sehr hilfreich, wenn man das am Flughafenschalter vorzeigen möchte. Und das war es auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen und du hast ein paar hilfreiche Informationen mitnehmen können. Ich muss sagen, ich kann diesen Service wirklich empfehlen, denn du sparst dir wirklich einen Haufen Geld und du bist so flexibel, wie es nur geht. Denn ich habe ehrlich gesagt keinen Bock, Flüge vorzubuchen, Flüge umzubuchen, teures Geld zu bezahlen. Sicherlich, man kann vielleicht in irgendwelche angrenzenden Länder fliegen oder da ein Flugticket buchen. Momentan zu Pandemiezeiten ist es hier nicht wirklich möglich, weil viele Länder jetzt um Thailand drumherum haben zu. Ja, man darf da nicht einreisen. Das heißt, man müsste zum Beispiel ein Flugticket zurück nach Dubai buchen, ja, und so eine Geschichte. Und darauf haben wir überhaupt keinen Bock, ja. Deswegen haben wir das so gemacht. Also wenn du es machen möchtest, wenn du Fragen hast, schreib sie gerne mal in die Kommentare, falls du irgendwas nicht verstehen solltest. Aber dieser Service ist definitiv sicher. Das Flugticket wird dann auch storniert, ja, nach 48 Stunden. Also es ist wirklich alles sicher. Ich kann den Service empfehlen. Also ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Gib gerne einen Daumen hoch, wenn es dir gefallen hat. Abonniere unseren Kanal und bis zum nächsten Video. Bis bald.